So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar kennt ihr sicherlich alle Karamalz, ne? Dieses Malzgetränk, kann man da Malzbier sagen eigentlich? Es gibt ja Malzbier, aber Karamalz ist in dem Sinne ja kein Bier, es ist ja einfach ein Malzgetränk. Obwohl es das auch aus Bierflaschen gibt, es gibt es aber auch aus normalen Plastikflaschen. Im Gegensatz zu den anderen Malzbieren. Karamalz auf jeden Fall sehr begehrt mit diesem Logo, was sich einbrennt. Und viele Leute trinken das gerne. Und was trinken die Leute auch noch gerne? Cola. Und jetzt kam man natürlich auf die geistreiche Idee, das zu verbinden. Deshalb haben wir euch hier mal die erste offizielle Cara-Cola mitgebracht. In einer Dose. Ganz original. Koffeinhaltig. Cola mit Malzanteil. Steht auch hier. Von direkt der Karamalz-Firma mit dem Karamalz-Logo. Ihr habt das auch hier schön in der Schrift, wie ihr das von Karamalz kennt. Cara-Cola. Ist eine schöne Dose. Malz-Cola steht auch nochmal unten drunter. Hier oben ist das auch Gold, hier ist das Rot. 0,33 Liter, auch im Rewe gefunden. Die wollen wir jetzt mal aufmachen. Die wollen wir jetzt mal probieren. Wenn ihr die auch schon mal gesehen habt, schreibt mal rein, wie euch die schmeckt. Ich bin gespannt. Wir machen die einmal auf. Zack. Aus der Dose eh das Beste, was man machen kann. Wir nehmen jetzt das Glas, wo ich den O-Saft getestet habe, eben noch und füllen uns jetzt mal einen Schluck ein, um mal zu gucken, wie das aussieht. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wie ihr seht, schäumt das auch einfach bestialisch. Und ja, ich würde sagen, wir stellen das Glas einfach ab und trinken trotzdem aus der Dose. Da schwimmt noch ein Rest. Ich bin gespannt. Karamalz schmeckt. Cola trinkt jeder. Wie schmeckt die Kombination von Cola und Malz? Okay, ich weiß jetzt schon. Ich habe Pupsi gefragt, was ich testen soll. Pupsi hat gesagt, oh, diese Cara-Cola, die würde ich gerne mal probieren. Jetzt habe ich die aufgemacht. Ich werde den Rest der Dose jetzt Pupsi geben. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das dann trinken kann, weil Pupsi bestimmt sagt, ey, tu das weg, das kann man nicht trinken. Es schmeckt auf jeden Fall sehr eigen, ja. Also wer gerne Cara-Malz trinkt, dem wird das sicherlich gefallen. Obwohl, den Cola-Anteil schmeckst du halt nicht wirklich so sehr raus. Wer also Karamalz trinkt, kann auch bei Karamalz bleiben. Wer gerne Cola trinkt, der wird sich sicherlich an diesem Malzanteil stören, weil das den Cola-Geschmack komplett überdünstet und einfach in so eine komische Richtung lenkt, dass ich sagen würde, so als Erfrischungsgetränk zum Reinschlürfen würde ich es jetzt nicht empfehlen. Man kann es mal als Geschmackserlebnis probieren, aber für mich kein neues Trendgetränk, was ich jetzt öfters trinken würde oder haben muss unbedingt. Deswegen ist gut gemeint, kann man mal testen. Trotzdem gibt es da genügend andere Sachen, die ich lieber trinke. Red Bull Cola oder sowas oder Dr. Pepper Cola, finde ich. Haben auch besondere Geschmäcker, gefallen mir aber als ein Cola-Produkt besser als diese Cara-Cola. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, was Pupsi dazu sagt. Aber ich kenne ihre Meinung jetzt schon. Bäh, das kannst du selber trinken. Und wenn es was anderes ist, melde ich mich nochmal zurück. Wenn nicht, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Cara-Cola-Ramses. Ah.